Herzlich willkommen, ich begrüße dich ganz herzlich, ich begrüße euch ganz herzlich bei Kings and Queens Tarot und ja, es geht natürlich auch gleich los mit den Monatslegungen, mit der Monatslegung für den Monat April. Aber bevor ich jetzt hier so richtig einsteige, möchte ich die Gelegenheit auch mal ergreifen und mich ganz, ganz herzlich bedanken für eure wundervolle Unterstützung. Wow, der Kanal hat mittlerweile über 17.000 Abonnenten, das hätte ich mir wirklich nicht erträumen lassen. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank an euch, an die Community, die mich hier unterstützt. Ja, auch mit den Abos zum einen natürlich ganz herzlichen Dank dafür, aber mich erreichen so wie viele wunderbare Botschaften auch per E-Mail, per Post und auch hier immer wieder in den Kommentaren, die mich unterstützen, hier auch am Ball zu bleiben und weiterzumachen. Und ja, das ist wirklich absolut herzberührend für mich und ganz, ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Natürlich auch ein herzliches Dankeschön an alle Menschen, die den Kanal mit Spenden unterstützen. Und da gibt es auch eine Neuerung. Ihr könnt jetzt hier unten unter dem Video über den Thanks-Button auch ja, den Kanal finanziell unterstützen. Wenn euch die Inhalte gefallen, wenn ihr was geben möchtet, ist das jetzt auch darüber möglich. Ja, dann habe ich noch eine weitere spannende Ankündigung, denn es gibt jetzt endlich den Online-Tarot-Kurs. Mich haben immer wieder mal ja, Anfragen erreicht von Menschen, die gerne Tarotkarten lesen, lernen möchten. Und dazu habe ich jetzt also einen Tarotkurs, einen Online-Tarotkurs erstellt aus drei Modulen. Ja, der führt dich sozusagen von Anfänger, Einsteiger, Niveau bis hin auch zum professionellen Tarotkarten lesen. Auch wenn du schon eine gewisse Erfahrung hast, wirst du da wahrscheinlich auch noch mal den ein oder anderen ja, interessanten Ansatz vielleicht finden, der dir helfen kann, ja, mit den Tarotkarten besser zu arbeiten, ja, oder vielleicht mehr Informationen, mehr Botschaften auch aus den Karten und deinen Legungen zu bekommen. Bis zum 15. April gibt es den kompletten Kurs, ja, zum Einsteigerpreis. Und ja, wie gesagt, wenn du dich dafür interessierst, schau gerne mal unten in die Videobeschreibung. Natürlich auch hier noch mal eine kurze Erinnerung, dass es mittlerweile Kings and Queens Tarot auch bei Telegram gibt. Ja, auch da bist du natürlich ganz, ganz herzlich willkommen. Da ist so ein bisschen ja intimere, engere Kommunikation auch möglich. Da gehe ich auch noch mal tiefer auf das ein oder andere ein. Also, wenn du magst, schau auch da gerne vorbei. Und jetzt geht es aber eben auch los mit der Monatslegung. Ihr lieben Schützen, dann schauen wir also mal in die Karten, was sie sagen, welche Energien sie anzeigen hier für euch für den April. Und ja, ich werde wie immer die Themen ansprechen, Beruf und auch Beziehungen. Beziehungen können ja romantische Beziehungen sein, familiäre Beziehungen, freundschaftliche Beziehungen oder vielleicht auch Verbindungen im Arbeitsumfeld. Ich werde mich auf diese Themenfelder beschränken in der Form, dass ich sie also anspreche. Aber es kann natürlich trotzdem auch sein, dass für dich eine andere Lebenssituation im Vordergrund steht. Ja, vielleicht hast du mit räumlichen Veränderungen, Umzügen zu tun oder es steht ein anderes Thema für dich im Vordergrund. Also das könnte durchaus bedeuten, dass du vielleicht das ein oder andere hier so ein bisschen übersetzen darfst auf deine ganz persönliche Situation. Wenn du das Gefühl hast, dass die Karten so gar nicht deine Lebenssituation anzeigen, so gar nichts mit dir zu tun haben, dann schau doch gerne eines der anderen Videos zu deinem Aszendent, zu deinem Mond oder auch zu deiner Venus und dann findest du dort vielleicht die für dich passenden Botschaften oder auch ergänzenden Botschaften. Wer ganz konkrete Fragen hat, findet wie immer auch unten in der Videobeschreibung den Link zu meiner Webseite. Ja, und ihr könnt mich sehr, sehr gerne darüber dann auch direkt kontaktieren. Königinnen und Könige oder auch der Herrscher und die Herrscherin, die sind geschlechterunabhängig in den allgemeinen Legungen und sie können ja, andere Personen anzeigen, ja, die Energie von anderen Personen widerspiegeln, mit denen ihr vielleicht in irgendeiner Form besonders in Verbindung steht, aber sie können auch eure eigenen Energien widerspiegeln. Okay, die Karten haben wir also auf dem Tisch. Ja, das sieht auch wirklich sehr, sehr spannend aus, was sich hier zeigt. Und ja, schon auf dieser Themenposition, da haben sich bei euch jetzt zwei Karten gezeigt.
Und ja, diese Karten, die stehen natürlich auch miteinander so ein bisschen in Verbindung, der Hierophant und der Herrscher. Weil der Hierophant, der hieß in früheren Kartensets auch mal der Papst, ja, und der Herrscher eben auch der Kaiser. Wir haben hier also sowohl die weltliche als auch die, wie soll ich sagen, spirituelle, religiöse Macht vereint in eurer Themenposition. Aber beide Energien zeigen natürlich auch so ein bisschen noch die Energie der alten Zeit an. Ja? Also letztendlich eine saturnische Energie, eine hierarchische Struktur, ja, top-down, wie es so schön im Englischen heißt. Und dieses. Also das kommt noch so aus einer Zeit, ja, wo Machtgefüge also ganz anders formiert war als das, was jetzt neu im Entstehungsprozess ist. Und wir also auch großer Teil dieser neuen Zeit letztendlich sind. Ja, wir gehen ja jetzt langsam eben raus aus dieser saturnischen Machtenergie. Diese hierarchische Pyramidenstruktur hin zu der Wassermann-Energie, die viel, viel mehr auf Augenhöhe stattfindet, ja, die viel mehr mit Teamwork zu tun hat, mit gegenseitiger Unterstützung, sich gegenseitig zu nähern, sich gegenseitig zu bereichern, gemeinsam Dinge zu gestalten und aufzubauen. Ja. Also es geht jetzt viel, viel stärker um die Harmonie ja, zwischen den Menschen, ja. Und also findet mehr so viel mehr auf der horizontalen Ebene statt und nicht so sehr auf der vertikalen Ebene, wofür also diese beiden Energien im Prinzip immer noch stehen. Ja, und möglicherweise, weil ihr ja als Schütze oder der Schütze Jupiter, ne, ist natürlich auch so eine Pionierkraft. Das ist eine forschende Kraft, ja, die geht nach vorne, die möchte Dinge entdecken. Decken, ausprobieren, ja, also da ist Schütze und Wassermann sehr, sehr ähnlich im Prinzip, ja. Man möchte das altbekannte Feld im Prinzip verlassen und schauen, was liegt dahinter. Ja, da geht es wirklich auch um Weiterentwicklung. Das sind die Qualitäten natürlich auch von Jupiter. Und Jupiter spiegelt sich auch irgendwo so ein bisschen im Hierophant, in der hohen Schwingungsebene des Hierophanten. Denn der Hierophant kann auf dieser Schwingungsebene auch diesen geistigen Lehrer sozusagen, den spirituellen Lehrer widerspiegeln, der Jupiter eben auch ist, ja. Und hat oft also dann dementsprechend zu tun damit, dass wir vor Herausforderungen gestellt werden, die uns also zwingen, unsere Alltagsroutine zu verlassen oder eben bestimmte Denkmuster, Handlungsmuster, Glaubenssätze vielleicht eben auch hinter uns zu lassen, ja, und zu gucken, was liegt dahinter, was ist der nächste Schritt für mich, was kann ich an neuen Erkenntnissen gewinnen. Und möglicherweise ist also der Herrscher hier das Hindernis, das jetzt aufgebaut wird oder schon aufgebaut ist, ja, das ja sich vielleicht zunächst auch mal wie eine Blockade anfühlt, ja, aber schau tiefer, schau dahinter, nimm das nicht einfach nur, hey, da ist jetzt ein Stoppzeichen, sondern schau dahinter. Was dir diese Energie sagen möchte, worauf kann sie dich hinweisen, was du vielleicht bisher noch nicht wahrgenommen hast, ja, oder wie kann sie dich zum Wachstum anregen letztendlich, ja, vielleicht bringt das auch bestimmte Fähigkeiten und Qualitäten in dir hervor, die du erst erkennen kannst durch die Konfrontation sozusagen hier mit dieser Herrscherenergie. Ja, der Herrscher selbst kann so in der heutigen Zeit stehen, ja, für eine einzelne Person, mit der du zu tun hast, ja, die sehr, sehr unflexibel für gewöhnlich ist. Mit dieser Person gibt es wenig Kompromisse, ja, weil die einfach gar nicht kompromissbereit ist für gewöhnlich. Und es kann jemand sein, der sehr stark an Kontrolle interessiert ist, beziehungsweise ja auch das braucht, ne, dieses Gefühl, die Kontrolle über jemanden oder eine Situation eben auch zu haben. Es kann natürlich auch eine Personengruppe sein, es können Institutionen, Organisationen sein, alles, was mit Strukturen zu tun hat, mit Ordnungsstrukturen zu tun hat, alles, was aber auch irgendwo einschränkend und limitierend ist, ja, das können auch Gesetze zum Beispiel sein. Und alles, was eben natürlich mit Gesetzen dementsprechend zu tun hat, ja, aber es kann auch ja deine Firma sein, dein Vorgesetzter zum Beispiel auch, ja, also das ist vielfältig in der Bedeutung. Es kann für jeden Einzelnen hier
unterschiedlich eine andere Macht sein, aber es hat immer wieder auch zu tun, oder die gemeinsame Energie ist eben dieses limitierende, einschränkende, sehr ja, auf den eigenen Prinzipien vielleicht eben auch so ein bisschen beharrende. Okay, also so viel mal zum Thema, die lasse ich auch mal so stehen ohne Klärungskarten, das ja schon zwei Karten sind. So, wir schauen mal, was hier also in die Transformation jetzt kommt. Ganz oft zeigt diese Position an, was im Vorfeld im Zusammenhang mit dieser Situation präsenter war und jetzt aber, wie gesagt, dann auch in die Veränderung kommt und vielleicht eben auch nicht mehr so präsent ist. Da hat sich die vier der Stäbe gezeigt. Was manchmal eine Karte sein kann, die so ein bisschen mit Unverbindlichkeit zu tun hat, Oberflächlichkeit auch zu tun hat, ja. Und das könnte in diesem Fall auch die Bedeutung hier sein, ne? Weil wir kommen hier in so, wir haben hier so ganz, ja, wie soll ich sagen, sehr strukturierte, ernsthafte Energien angezeigt mit dem Herrscher, mit dem Eremit, mit der 10 der Münzen, letztendlich natürlich auch der Hierophant. Ja, das sind alles Karten, die eine wirkliche Hingabe, eine tatsächliche Entscheidung auch verlangen. Sprich, ich kann das nicht mehr so lose, locker auf Zuruf irgendwie laufen lassen, wie das möglicherweise im Vorfeld der Fall war mit diesen vier der Stäbe. Ne? Die vier der Stäbe, die hat mehr so ein bisschen eine spielerische Energie. Eine Leichtigkeit, so ja, das ist gerade so, im Moment passt das gerade irgendwie ganz gut, da fühle ich mich ganz gut mit der Person oder mit der Situation. Aber ich bin so, ja, wie gesagt, das ist so sehr, findet sehr im Moment statt. Ne? Da ist wenig jetzt Zukunftspläne stehen dahinter oder konkrete Zukunftspläne. Man hält sich auch so ein bisschen Hintertürchen manchmal offen bei der Federstäbe. Ne? Und das verändert sich hier ganz deutlich, hier kommt was sehr Konkretes, wie gesagt, auch eine Konfrontation, die diese spielerische Energie hier ja herausfordert, würde ich mal sagen, ja. Und es braucht, ja, wie soll ich sagen, einen klaren Standpunkt dazu. Es muss ein klarer Standpunkt zu was gefunden werden. Es müssen klare Entscheidungen getroffen werden. Es braucht so ein bisschen das sich festlegen. Und das ist natürlich was, was beim Schützen jetzt nicht so ganz in seiner Natur liegt. Ja, der Schütze legt sich eben auch nun mal nicht so ganz gerne total auf was fest. Aber wie gesagt, ich habe den Eindruck, dass in einer tieferen Ebene, aber dadurch eben auch eine Qualität vielleicht zum Vorschein kommen kann, die in dieser spielerischen Leichtigkeit vielleicht eben nicht zum Vorschein kommen kann. Okay, hier lege ich auch mal eine Klärungskarte dazu. Okay, Fokus. Ja, Fokus ist im klassischen Tarot die Magierkarte, ne? Und das ist natürlich im Zusammenhang hier mit der Vier der Stäbe ja auch eine, wie soll ich sagen, eine Energie, die sehr so auf das eigene Wollen, auf das eigene Wünschen, auf die eigenen Visionen vielleicht auch bezogen ist, ne? Also ja, die Vier der Stäbe ist zwar eine Karte, die mit Gemeinschaft zu tun hat, aber wie gesagt, das bleibt immer alles ein bisschen unverbindlich. Man hält sich hier seine Hintertürchen einfach offen, ne? Und das kann natürlich auch hier nochmal unterstrichen sein mit dieser Fokuskarte, weil die eben auch nicht mit Gemeinsamkeit zu tun hat, sondern da geht es um meine, was mir am liebsten ist, was, ja, was mir eben passt, ne? So, was so meinem Willen, Wollen entspricht. Selbst wenn ich mit anderen Menschen kooperiere oder verbunden bin, aber die Wertig oder wie soll ich sagen, der Schwerpunkt liegt eben trotzdem so auf. Passt mir das gerade? Das ist gerade im Moment vielleicht für mich passend, aber wenn das nicht mehr passend ist, dann bin ich eben auch ganz schnell weg. Ja? Und manchmal hat diese Vier der Stäbe natürlich auch mit Zerstreutheit zu tun. Ne? So, man genießt eben so eher so ein bisschen die Leichtigkeit des Lebens, die Leichtigkeit des Seins, wie gesagt, so ein bisschen Unverbindlichkeit. Und vielleicht ist jetzt eben auch ein anderer Fokus vonnöten, ja. Wie gesagt, hier kommt jetzt mehr Ernsthaftigkeit irgendwo auch ins Spiel. Okay. Ja, dann haben wir hier die Kraftkarte auf der Position des Umfeldes. Ne? Das Umfeld
Oder diese Position beschreibt eben ja Menschen, mit denen ihr irgendwie hier zu tun habt, einzelne Personen oder Personengruppen, die in irgendeiner Form involviert sind mit dieser Thematik, mit dieser Situation. Und ja, die Kraftkarte, ja, da geht es natürlich auch oft um Konfrontation. Ja, also wir haben hier, wie gesagt, nach der vier der Stäbe viel Ernsthaftigkeit, und auch die Kraftkarte hat eine Tiefe und eine Ernsthaftigkeit. Nicht so sehr diese Erdenergie, die wir an anderen Stellen sehen. Ne? Das ist ja eine Löwe-Karte. Also es geht hier auch wirklich um Lebenskraft, Lebensenergie, Kreativität. Und die Kraftkarte hat eine starke Analysebedeutung. Sprich, hier geht es auch darum, wirklich in die Tiefe zu schauen, auch innerlich in die Tiefe zu schauen, hinter die Kulissen zu schauen, zu gucken, steuern nicht vielleicht bestimmte Ängste. Ja, dieser Löwe, der kann sozusagen stehen auch für ja, die animalische Seite, ne? Und unser Instinkt, unsere Ängste, Urängste und so weiter, ne? Zu gucken, wo bin ich vielleicht noch gebunden an bestimmte Ängste, beziehungsweise lasse mich dann eben auch steuern, ja, fremdbestimmen sozusagen durch meine eigenen Ängste, ne, weil die Ängste dazu führen, vielleicht, dass ich bestimmte Dinge vermeide oder bestimmte Entscheidungen eben nicht treffe. Vielleicht eben auch damit zu tun haben, ne, dass ich diese Unverbindlichkeit auch irgendwie brauche, diese Hintertürchen irgendwo brauche. Sprich, mich damit jetzt auseinanderzusetzen. Und wie gesagt, die Kraftkarte kann dann auch bestimmte Fähigkeiten zum Beispiel zum Vorschein bringen, die ich vorher einfach nicht erkennen konnte. Und ja, diese Kraft kann natürlich ja auch mit der Konfrontation zu tun haben, mit dieser Herrscherenergie. Ja? Und ich denke, da braucht es auch Mut, sich dem irgendwo zu stellen. Ja? Also es könnte dieser Herrscher, könnte eine Person, eine Situation oder eine Institution, eine Organisation sein, der ihr immer so ein bisschen ausgewichen seid, ja, wo ihr die Konfrontation vielleicht eben auch vermieden habt, ja, weil bestimmte Ängste im Spiel waren im Zusammenhang mit dieser Herrscherenergie. Und jetzt aber ist es Zeit, sich dem zu stellen letztendlich, ja, und möglicherweise auch auf einer, wie soll ich sagen, kreativen Art und Weise. Ja, also wie gesagt, die Kraftkarte, die hat viel mit Aktivität zu tun, auch aktiv mit was umzugehen. Ne? Also wie gesagt, ich habe den Eindruck, hier waren vorher so ein bisschen so Ausweichmanöver sozusagen, ja, und das funktioniert jetzt nicht mehr, und es braucht jetzt dieses, ja, sich bestimmten Thematiken zu stellen. Okay, hier haben wir die Genusskarte dazu. Ja, und das ist natürlich interessant. Die Genusskarte im klassischen Tarot ist die Herrscherin, ja, also der Gegenpart sozusagen, der Gegenspieler zum Herrscher. Und aber diese Karte, die drückt genau das aus, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, nämlich, dass es manchmal eben genau durch die Konfrontation mit den eigenen Ängsten man eigentlich erst erkennen kann, was noch so in einem vorhanden ist, was vorher vielleicht verborgen ist, an Fähigkeiten, an Talenten, an Erfahrungen, an ja, Gaben, die man vielleicht eben auch mitbekommen hat. Und ja, ich denke, da kommt was zum Vorschein, da kann was erkannt werden auch. Ja. Also, und das ist ja auch eine Karte, die wirklich mit Lebensenergie zu tun hat und ja, das Leben wirklich auch zu genießen und auch anzunehmen, ja. Und nochmal, mir scheint, vorher war so ein bisschen so eine, das ist schon subtil, ja. Aber hier ist immer noch so ein bisschen diese Ausweichtaktik, ja. Also schon irgendwie am Leben teilnehmen, aber trotzdem das Ganze immer wieder auch so ein bisschen an der Oberfläche halten. Wie gesagt, ne? Also hier habe ich eine Ausweichmöglichkeit oder hier kann ich irgendwie schnell weg. Das ist hier, die Positionen sind gar nicht so weit entfernt voneinander, aber hier ist viel mehr, mir fehlt das Wort gerade, aber es ist mehr.
Beständigkeit und auch eine Ernsthaftigkeit irgendwo mit drin. Ja, es ist auch mehr ein Bekennen und sich festlegen, ja, dass hier dieser Lebensgenuss, der geht viel, viel tiefer. Der ist auch in einer gewissen Weise viel unabhängiger, als das vielleicht hier bei der Vier der Stäbe der Fall ist. Ne? Weil bei der Vier der Stäbe spielen eben andere Menschen eine Rolle. Ich kann mich genießen oder das Leben genießen durch ja, Beziehungen zu anderen. Ne? Auch ja, Bestätigung vielleicht von außen etc. Das hier ist dann noch mal eine andere Qualität, ja, weil ich hier den Lebensgenuss viel, viel stärker aus der inneren Haltung generieren kann, also viel stärker aus mir, dementsprechend viel freier, weil ich nicht mehr abhängig bin dann auch von den äußeren Umständen, ne, sondern diese Lebenskraft, diese Lebensqualität, diese Lebensfreude, diese Kreativität ist wirklich mein innerer Diamant sozusagen, mein innerer Schatz. Und ich denke, darum geht es, den hier auch so ein bisschen zum Vorschein zu bringen und zu erkennen. Wie gesagt, durch eine Konfrontation, aber es gilt hier auch so ein bisschen hinter den Vorhang der Konfrontation zu schauen, hinter die Kulissen wirklich zu schauen, das nicht nur oberflächlich zu betrachten. Und das ist wahrscheinlich auch die Herausforderung hier, ne? Weil auf der Position der Herausforderung haben wir die Neun der Schwerter. Und die Neun der Schwerter, ja, die ist natürlich, und die hat oft mit Verzweiflung zu tun, die kann eben auch mit Ängsten zu tun haben. Ja, es ist die negative Gedankenkarte, destruktive Gedankenkarte, oft ein ganzer Cocktail an unterschiedlichen negativen Gefühlen und Gedankengängen. Ja, das geht von Reue, Selbstverurteilung, Selbstzweifel, wie gesagt, Ängste, Frustration, Depression, wie gesagt, ein ganzer Cocktail, aber eben alles destruktiv. Ne? Das könnte so ein Gefühl sein, wenn hier diese Konfrontation kommt, so, na, wieso passiert mir das und wie soll ich damit umgehen und jetzt ist alles vorbei und verloren. Und da durchzuatmen, dann durchzugehen und zu sagen, hey, ja, das ist im Moment unangenehm, da ist eine Blockadeenergie, ich werde hier konfrontiert, aber nicht an dieser Konfrontation jetzt hängen zu bleiben, sondern wirklich darüber hinauszuschauen und zu gucken, worauf möchte mich das wirklich hinweisen, was sehe ich im Moment nicht oder was konnte ich bisher nicht sehen. Ja, also das ist hier ein Wegweiser im Prinzip, diese Konfrontation. Zu was Tieferem. Ja, Herzchakra, geh in dein Herz, raus aus dem Kopf. Durchatmen hier, wirklich bewusst sich mit dem Herzen verbinden. Lass dich nicht von deinem Ego, von deinem Verstand hier in die Irre drängen und in die Verzweiflung drängen, sondern verbinde dich ganz, ganz, ganz bewusst mit deinem Herzen. Ja? Und Atemübungen können da sehr, sehr, sehr unterstützend und hilfreich sein. Ja? Wenn du spürst, hey, ich geh hier gerade in diese negative Gedankenspirale, tritt bewusst innerlich zurück, geh in den Abstand, ja, und mach dir nochmal klar, du bist nicht deine Gedanken, du bist derjenige, der die Gedanken denkt. Und du musst aber auch nicht ankämpfen gegen diese Gedanken, lass die einfach sein und fließen. Aber fokussier du dich selbst auf deinen Atem, auf dein Herzchakra, atme durch die Angst hindurch, ja. Weil das hilft einfach, diese negativen Gedankenspiralen auch zu durchbrechen, ja, dass du gar nicht so tief da reingehst, sondern immer wieder es dir relativ schnell gelingt, die Gedanken auf was anderes zu richten, auf was, eine Vision, positive Ansätze, neue Impulse, neue Ideen, deiner Intuition eben auch zu folgen. Ja? Okay, ja, was kommt daraus hervor, zustande? Und diese Position hat ja oft auch mit Chancen zu tun, die sich hier zeigen können. Und gezeigt hat sich eben die Fünf der Schwerter, was eine Konfliktkarte ist. Also ja, hier, wie gesagt, kommt jetzt was, oder konfrontiert sich eben was. Wie gesagt, ich denke, hier der Herrscher ist dein Counterpart. Und es kommt zu einer Konfrontation, die im Vorfeld in der Form nicht stattgefunden hat, wo es eben auch vielleicht immer wieder so ein Entfleuchen gab, eine Möglichkeit, dem auszuweichen. Aber jetzt kommt diese Konfrontation.
Die fünf der Schwerter auf der hohen Schwingungsebene kann bedeuten, ja, für das einzustehen, was der eigenen Wahrhaftigkeit entspricht. Also gar nicht zwingend den Konflikt hier zu meiden, dem Konflikt auszuweichen, den aber eben auch nicht aus dem Ego heraus zu treffen, sondern oder zu begehen, sondern aus der Herzebene herauszugehen. Sprich, es geht nicht darum, den anderen vielleicht zu attackieren oder wie auch immer, ne, sondern einfach standhaft für die eigene Überzeugung, auch liebevoll und mit Mitgefühl, aber standhaft für die eigene Überzeugung, den eigenen Standpunkt eben auch einzustehen und sich da auch nicht irritieren zu lassen von anderen. Ja, also sich auch nicht zwingend auf ein niederes Niveau da irgendwie auf Grabenkämpfe runterziehen zu lassen, ne? Aber in sich im eigenen Licht leuchten und darin standhaft sein. Ja, okay. Ankunft, ja, das wäre die Gerichtskarte im klassischen Tarot. Eine transformative Energie, eine Pluto-Karte ist das. Ja, hier wird irgendwas auch nach oben gebracht. Ja, Pluto bringt ja oft Dinge an die Oberfläche und macht die sichtbar. Ja. Und es ist auch eine der ganz, ganz wichtigen Karten der Herzensstimme, deiner eigenen Intuition, da möchte deine Seele dich auch auf was hinweisen, ganz oft, ja. Öffne dich unbedingt deiner inneren Stimme, deiner Herzensebene, ne? Weil, wie gesagt, hier geht auch was irgendwo tiefer hier. Also insgesamt ist das letztendlich hier auch irgendwo so ein Heilungsprozess, ja. Und Heilung, ja, ist natürlich oft mit unangenehmen Begleiterscheinungen verbunden, ja. Es juckt, es tut weh, es ist unangenehm, aber das sind, wie gesagt, Begleiterscheinungen. Und fokussier dich darauf, worum es hier eigentlich geht. Versuch, das wirklich rauszufinden, rauszukristallisieren, was das ist. Nur weil. Ja, auch diese Ankunft, auch die hat mit Weiterentwicklung zu tun, die hat mit spirituellem Wachstum auch ganz oft zu tun, ne? Also das, was der Hierophant auch schon hier angezeigt hat. Spirituelles Wachstum in der Richtung, dass man sich selbst klarer erkennen kann, wer man eigentlich tatsächlich ist, was das Leben vielleicht auch tatsächlich ist, ja. Und auch die Seelenaufgabe vielleicht besser erkennen kann, ja. Was habe ich mir selber hier für Aufgaben gestellt? Was ist meine innere Essenz auch so ein bisschen, ja? Und das ist wie beim Diamant, da komme ich vielleicht gleich dann beim Eremit noch drauf zu sprechen, weil der Eremit hat genau diese Diamantenqualität. Schauen wir erstmal die zunehmende Tendenz. Da hat sich die 10 der Münzen gezeigt auch. Und das ist eine der ganz, ganz tief spirituellen Karten im Prinzip, der kleinen Arkana. Ja, also die hat schon, obwohl es eine Karte der kleinen Arkana ist, eine Tiefe wie sonst eigentlich die Trumpfkarten der großen Arkana. Ja, die kann natürlich mit der materiellen Ebene auch Besitz, ja, zu tun haben. Ja, also das Besitz, Grundstücke, Häuser, Wohnungen, was auch immer, Autos, ja, also wirklich materieller Besitz. Finanzielle Thematiken können angezeigt sein mit der 10 der Münzen. Alles, was mit Traditionen zu tun hat, ja, es ist auch die Karte der Familie zum Beispiel. Es ist die Karte der festen Partnerschaften, im romantischen Sinne, also Ehe und eheähnliche Beziehungen oder auch geschäftliche Verbindungen können natürlich dadurch angezeigt sein. Aber es ist auch eine Karma-Karte. Ja, also die Art und Weise, wie die Münzen hier angezeigt sind, das entspricht dem Baum des Lebens in der Kabbala und das ist eben der Baum der Selbsterkenntnis. Ja, also dieser Baum des Lebens und das Tarot sind direkt miteinander verbunden. Es geht ja wirklich um Selbsterkenntnis, die Spiegel der Seele sozusagen. Ja, und Karma-Karte auch, weil sie tatsächlich auch zurückweisen kann in andere Leben, in Vorleben, ja, karmische Verbindungen,
Also das ist eine wirklich sehr, sehr tiefe Karte. Und entweder kommt hier jetzt was zum Abschluss, ja, die Zehnerkarten können ja mit einem Abschluss zu tun haben, sprich entweder bestimmte Prägungen, die stattgefunden haben, zum Beispiel durch die Familie, oder karmische Verbindungen, die hier jetzt nochmal so zwar zum Höhepunkt kommen, aber wie gesagt, dann auch was geheilt werden kann, zum Beispiel. Es kann natürlich, es muss hier nicht so nur auf der hohen spirituellen Ebene stattfinden. Hier könnten natürlich auch ja, mehr Alltagsthematiken eine Rolle spielen. Nichtsdestotrotz schaut trotzdem dahinter, ne, was bewirkt das so auch bei dir in der spirituellen Ebene? Was sagt es über dich aus? Was lehrt es dich über dich selbst? Ja? Weil das kann dich bereichern, so oder so. Ja? Auf der materiellen oder eben auch auf der spirituellen Ebene. Okay, ja. Hier haben wir die Illusionskarte, ne? Die Teufelkarte im klassischen Tarot. Hier gilt es also, eine Illusion auch zu durchschauen. Also ich habe das Gefühl, da selbst wenn das vielleicht mit geschäftlichen, beruflichen Thematiken auch irgendwo zu tun hat in deinem persönlichen Leben, dass aber dahinter mindestens mal familiäre Themen, familiäre Prägungen stattfinden oder andere Konditionierungen, die unter denen du gelebt hast, ja, unter denen du funktioniert hast, aber eben auch auf einer gewissen Ebene selbstbestimmt. Also in der Form, dass du nicht Zugriff hattest auf dein volles Potenzial, ja, weil, wie gesagt, hier ja, gewisse Ängste, Unsicherheiten dazu geführt haben, dass du ja, dich nicht wirklich getraut hast, du selbst zu sein, deine eigene Überzeugung zu leben, ne? In der Fülle, in der Vollheit. Ja? Und ich denke, das kann jetzt hier irgendwie auch durchbrochen und durchschaut werden. Und das ist sozusagen dieser tiefere Heilungsprozess. Ja. Ja. Ja, ich hatte den Eremit vorhin auch schon mal erwähnt, als Hinweiskarte, ne, und ich hatte ihn angesprochen im Zusammenhang mit einer Diamantenenergie. Und bei der Entstehung von einem Diamant ist es nun mal so, dass unglaublich viel Druck sozusagen im Kessel ist, ja. Ein Diamant ist ja ein transformierter Kohlenstoff. Sprich, ja, diese trockene, staubige, schwarze Kohle wandelt sich zu einem, ja, zu sowas Wundervollem wie eben einem Diamanten. Es ist sozusagen die gleiche Grundsubstanz, aber es braucht, ja, durch diesen Wandlungsprozess kommt eben trotzdem was, eine viel höhere Schwingung sozusagen zum Vorschein. Und mir scheint, das ist genau das, was hier sich im April jetzt für euch abspielt, ja. Und sich das immer wieder so ein bisschen in Erinnerung zu rufen. Es geht hier nicht um irgendeine Strafe oder dass dir das nicht gelingt oder du was nicht darfst oder nicht gut genug bist oder was anderes, ne? Sondern dass du dir wirklich bewusst darüber bist, dass du in einem Transformationsprozess steckst und was sehr qualitativ Hochwertiges am Ende dabei rauskommen wird. Ja, das ist so ein bisschen die Aussage hier der Hinweiskarte. Ja, okay. Solarplexus-Chakra. Taucht hier, glaube ich, in zweierlei Schwingungsebenen auf. Ja, weil das Solarplexus-Chakra in der niederen Schwingungsebene ist eben das aufgeblähte Ego. Ne? Das Ego, das ist aufgebläht aus Ängsten heraus. Sprich, wenn du nur an der Oberfläche diese Situation betrachtest, dann kommt dein Ego wahrscheinlich zum Vorschein, dann kommt dieser Kampf, dann kommt das Dagegenhalten, ne, so, und dann wird diese Entwicklung, ja, ich denke, trotzdem irgendwie stattfinden, aber viel, viel anstrengender sein noch und wahrscheinlich auch länger dauern. Achte also darauf, dass das hier in der hohen Schwingungsebene stattfindet, das Solarplexus-Chakra, sprich deine innere Kraft, deine Kreativität, deine innere Überzeugung, dass die hier dir sozusagen Unterstützung gibt und dich auch so ein bisschen leiten kann hier durch diesen Prozess. Ich lese auch mal die Affirmationen dazu vor. Also sei dir bewusst, in diesen Momenten, auch gerade in den dunklen Momenten. Ich bin wertvoll, ich bin ganz und ich bin Kraft.
und mach dir deine innere Kraft zunutze. Erkenne auch deine innere Kraft. Ja, und damit wünsche ich euch einen schönen April. Das ist vielleicht nicht so ganz richtig ausgedrückt, aber trotzdem, ja, doch, der hat auch ein Glänzen hier darunter. Ne? Das ist nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Das ist wirklich der Diamant, der hier verborgen liegt unter Staub. Aber mach dich auf die Suche nach diesem Diamanten. Ja? Alles Liebe also von dieser Stelle. Danke, dass du und dass ihr mit dabei wart. Und ich sage Namaste. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.